Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir werden heute in die Verkehrssicherung einsteigen, in der Praxis. Wir werden gleich rausgehen und wirklich den Verkehr sichern. Nach der Feuerwehrdienstvorschrift, also nach der FED V1, wie es da drin steht, das werden wir dann nachher vergleichen. Und nur bevor wir rausgehen, noch ein paar technische Details, die ich gerne loswerden wollte. Also natürlich habt ihr bei einer Verkehrssicherung habt ihr immer Warndreiecke dabei. Da gibt es auch verschiedene Variationen. Die ganz normalen, die ihr zu Hause im Pkw habt oder die bei der Feuerwehr, gibt es auch speziellere. Zeige ich euch gleich. Die Schutzkleidung, euer Eigenschutz ist natürlich sehr wichtig. Und dann gibt es noch Hilfsmittel. Und zwar habe ich hier zum Beispiel einen Faltkegel. Sieht so aus. Kann man so klein verlassen. Und wenn man den rauszieht, hat man so einen Kegel, den man auf die Straße stellen kann mit reflektierenden Flächen. Achtet darauf, dass sie auch zugelassen sind nach DIN oder nach EN. So, darunter hat man noch einen Schalter. Wenn man da einmal drauf drückt, hat man Dauerlicht. Und wenn ich nochmal drauf drücke, ist Blinklicht. Also wir nutzen meistens mal Blinklicht. Ne? Das fällt schön auf. Okay. Dann haben wir bei uns in der Feuerwehr noch so Blitzleuchten. Also die heißen eigentlich richtig LED-Flares oder man nennt sie auch Notfallkreisel. Seht ihr gleich warum. Das ist so ein Koffer, ist extra keine Werbung drauf hier. Sind hier diese 6 Dinger drin. Die kann man auch in den Koffer laden. Das ist eine Ladestation auch gleich mit. Und diese kleinen können nämlich recht viel. Sollte man gar nicht glauben. Das erste Wichtige erstmal, was ihr vielleicht wissen solltet, ist, dass die robust sind, feuerwehrtauglich. Die sind wasserdicht natürlich. Wir haben immer mit Wasser zu tun oder meistens mit Wasser zu tun. Und wenn es auch regnet, in der Pfütze liegt, ist nicht schlimm. Wenn ein Auto rüberfährt, sollte es das auch aushalten. Ne? Das Besondere an diesen Dingern ist, die sind magnetisch. Das heißt, an Metallflächen halten die. Das heißt, ihr könnt ja einen Pkw an der Karosserie anpinnen und die könnt es auch verschieben, ohne dass was zerkratzt. Denn die Magneten sind nicht so ganz bündig. Die sind liegen etwas weiter drin, im Gegensatz zum Kunststoff, und berühren eigentlich nicht das Metall. Okay? Das heißt, ihr könnt dann Karosserieteile oder irgendwelche Metallteile, die vielleicht nachts ein Gefahrenpotenzial haben, kennzeichnen. Pinnt ihr an, dann habt ihr so einen kleinen Schalter, auch so ein orange, so ein kleiner unscheinbarer Schalter. Wenn ihr den einmal drückt, habt das Erstprogramm. Wie so ein Kreisel. Und das heißt auch Notfallkreisel, richtig, ne? Okay, das ist das erste Programm. Kann man so nutzen. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, komme ich in das zweite Programm rein. Zum Blitzen. Okay? Das dritte Programm ist so dieses typische Warnblitzen. Das haben wir meistens immer aktiviert. Also alle guten Dinge sind drei, das dritte Programm. Weil das auch ziemlich gut passt zu dem Blitztakt. Ungefähr zu diesem Faltkegel, ne? Okay. So, das war das dritte Programm. Kommen wir zum vierten Programm. Sieht auch gut aus, ne? Wie gesagt, ihr könnt verschiedene Variationen mal durchprobieren. Fünfte Programm sieht so aus. Dreimal lang. Hat so ein bisschen was wie eine SOS-Folge, ne? Oder Moritz, was meinst du? Ja. Okay, das nächste Programm leuchtet alles komplett und ist aber so leicht abgedimmt. Etwas dezenter, okay? Bisschen aggressiver kann man es machen, wenn man nochmal drückt. Dann leuchtet alles sehr intensiv, auch gern genommen. Genau, und dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wir auf nur 2 LEDs hier anmachen. Dann kann man das auch richtig ausrichten, wie man es meint. Ne? So, wenn ich nochmal drauf drücke, schalte ich noch ein paar dazu. Dann habe ich so ein Viertel beleuchtet. Da müsst ihr mal darauf achten, so auf Baustellen wird sowas aufgemacht, um welche Ränder zu markieren. Ne? Sowas. Ja, und ich glaube, das war's schon. Wichtig ist, wenn ihr euer Programm angewählt habt, das wissen auch viele nicht, angenommen, das erste Programm läuft wieder und ihr wollt gleich ausschalten, müsst ihr nicht alles durchtippen bis zum Ende, sondern ihr haltet einfach gedrückt, bis es gleich blinkt und dann könnt ihr loslassen. Dann schaltet er sich jetzt ab. Okay? Super. Mit dem Wissen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal, wir zwei jetzt mal raus. Moritz nehmen wir auch mit, wenn er noch Lust hat. Und dann werden wir gleich mal ein bisschen Verkehrssicherung machen und hoffen, dass uns allen nichts passiert. Okay, los geht's.